Ja, hallo, hier ist Mabel. Willkommen bei Rabenglanz. Es ist Oktober und ich möchte fortfahren mit den etwas skurrileren Tarot-Decks. Und hier zwei Versionen eines Decks, und zwar das Trifoni della Luna von Patrick Valença in der Paradox-Version und einmal in der Original-Version in der, ich weiß jetzt nicht, ob das die zweite oder schon bereits die dritte Auflage ist. Ich hatte mir zuerst dieses hier angeschafft, als ich entdeckt habe, das erste, also das Original, dass es nicht mehr erhältlich ist. Und erst später habe ich dann nochmal nachgeschaut und da gab es dann nochmal einen Nachdruck von diesem. Beide Decks kommen in einer Faltschachtel. Der Künstler schreibt hier, dass er sich von antiken historischen Decks und satirischen Illustrationen des 19. Jahrhunderts inspiriert hat lassen bei den Motiven. Und ja, schauen wir mal rein. Also im Grunde genommen sind die Decks völlig identisch. So sehen die Rückseiten aus. Also schön gestaltet. Wobei dies hier zum Beispiel, also das Paradox-Version von der Original, ist im Grunde genommen eine negative Version. Und ich habe das selbst jetzt ausprobiert, als es nur dieses gab. In Photoshop kann man sozusagen mit drei oder vier Schritten diesen Effekt also rückgängig machen und erhält dann im Grunde genommen die Farbe und die Darstellungsversion von dem Original wieder zurück. Also man kann das, also es ist eigentlich reversibel, sozusagen in Photoshop nochmal wieder zurück zu verfolgen, wie er dann auf diesen Effekt kommt. So, das ist sozusagen die Titelkarte. Zwar zeige beide Versionen gleichzeitig, spart Zeit. Man kann gucken, welche einem selbst persönlich besser gefällt. Also mir gefällt natürlich das Original. Wegen meiner Sehschwäche kann man natürlich schwarze Schrift und Linien besser auf hell erkennen als die negativen Versionen. Ja. Die Kartenstärke ist Spielkartenstärke, also man kann gut mischen. Hat einen seidenmatten Glanz. Und es wirkt vielleicht ein bisschen dünner, die Kartonstärke, Kartenstärke, weil das Tarot-Format größer ist als Spielkarten. Nichtsdestotrotz ist es aber in dem Sinne besser zu handeln, zum Beispiel als Fächer auszulegen und so weiter und so fort, wenn man das gerne haben möchte. So, dann fangen wir mal an einfach. Da haben wir den Narren. Ich weise nur mal hier hin. Wirklich. Also die Darstellungen sind wirklich manchmal etwas derb. Ist nicht jedermanns Sache, die Illustrationen. Aber sie bergen zwar auch makabres, skurriles, aber auch sehr viel Humoristisches, der Magier. Achso, die Rückseiten sehen jeweils so aus. Original in rotbraun und ein dunkelblau in der paradoxen Version. Die Hohepriesterin. Die Herrscherin. Der Herrscher. Aber die negative Version hat auch seinen Reiz. So ist das nicht. Der Hierophant. Die Liebenden. Der Wagen. Die Gerechtigkeit. Hier liegt sie auf Platz 8. Das ist halt nach dem Marseille-Deck angeordnet, nach dem System. Und dann haben wir hier den Eremiten, Rat des Schicksals, hat auch irgendwie sowas wie
wie heißt denn der mittelalterliche Künstler? Hieronymus Bosch hat auch solche Wesen kreiert. Also ich glaube, das war der Urvater dieser Gestaltung. Der Hieronymus Bosch. Kraft auf Platz 11. Dann haben wir den Gehängten. Der Tod. Die Mäßigkeit. Der Teufel. Da komme ich noch später zu. Ich glaube, da gibt es noch am Ende noch ein paar Sonderkarten, wo es noch verschiedene andere Versionen gibt. Dann haben wir den Turm. Zum Beispiel hier haben wir den Stern in der, in der Neuauflage gibt es nicht mehr die Möglichkeit, entweder dieses Motiv oder die klassische Version mit der Frau, sondern nur noch ihn hier, den Sternengucker. Aber dazu später noch was. Dann haben wir den Mond. Die Sonne. Das Gericht. Und das letzte von den großen Arkana, die Welt. Dann kommen wir zu den Stäben. Das Ass der Stäbe. Und hier mache ich schnell, weil das ist sozusagen wie Spielkarten, nicht gestaltet mit also individuellen Illustrationen. Das sind die zwei Stäbe, die drei, die vier, die fünf. Aber nichtsdestotrotz sind sie alle wundervoll durchgestaltet. Sieben, acht, 9 und 10 Stäbe. Dann kommen wir zu den Hofkarten, der Page der Stäbe. Ritter der Stäbe. Königin der Stäbe. Und der König der Stäbe. Dann kommen wir zu den Schwertern. Ass der Schwerter hier, so ein bisschen Blutstropfen aus dem kleinen Finger. Dann wieder ein Schnelldurchgang. Die 2, die 3, 4, 5, 6. Das ist so. 6, 7, 8, 9, 10. Also durch die, was in der Mitte so abzeichnet, kann man auch zur Not, also könnte man sogar rein theoretisch die Revers, also auf dem Kopf stehend legen, wer darauf Wert legt. Dann Page der Stäbe, Page der Schwerter, Entschuldigung. Ritter. Hier wieder das klassische wie St. Georg Thema. Oder Heiliger St. Georg. Dann haben wir die Königin der Schwerter. Erschöpft nach der blutigen Schlacht sozusagen. Sieht so fast so aus. Und dann der König der Schwerter. So, dann gehen wir weiter zu den Kelchen. Was der Kelche? 2, 3,
4, 5. Hier auch so ein bisschen, mal sind Kelche gefüllt, mal nicht, leer. 6, 7, 8, 9 und 10. Da sind alle Kelche gefüllt. Als Vollendung. Dann haben wir den Pagen der Kelche, der den Hals nicht voll kriegt. Dann den Ritter der Kelche, Königin der Kelche und der König der Kelche. Dann zum Schluss noch die Münzen mit Ass der Münzen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Und die Münzen sind auch noch alle verschieden gestaltet. Also es ist nicht, dass immer dasselbe Motiv verwendet worden ist. Also da gibt es doch noch eine Variante. Dann haben wir Page der Münzen. Der Ritter der Münzen. Also da finde ich, kann man stundenlang sich mit diesem Deck beschäftigen, weil da passiert so viel auf diesen Decks. Man entdeckt immer wieder was Neues. Und sei es nur, dass die Tischbeine Füße haben oder so Krallen. Und zum Schluss der König der Münzen. Jetzt kommen wir noch zu den Extrakarten. Da haben wir einmal in dem Paradoxen, gab es mehr Karten. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei der Neuauflage noch mehr Extrakarten gab, weil hier ist zum Vergleich der andere Teufel. Ich habe mich jetzt für diesen Teufel entschieden. In dem Deck. Dann hier anstatt den Turm gibt es die Version von Lightning. Und das war's dann also bei dem. Und hier ist nämlich noch diese Version von dem Stern, die man sozusagen sich aussuchen kann. Da habe ich halt, wie gesagt, in der Originalversion. Hier gab es nur die, oder ich habe sie rausgenommen und irgendwo verlegt. Jedenfalls in dem Kartendeck sind die Extrakarten für das Original jedenfalls nicht mehr drin. Da war nur dieses hier. So, und dann noch zum Schluss das Gericht. Da gab es auch noch mal Fegefeuer-Version sozusagen. Da habe ich mich dann auch wieder für das Klassische entschieden. Und dann gibt es noch an beiden Decks sozusagen noch ein paar Extrakarten, wunderschön gestaltet. Die finde ich einfach kurios. Sind auch durchnummeriert. Einmal, zweimal. Dreimal. Finde ich großartig.
Dies hier ist meine spezielle Favorit. Dieses kleine geflügelte Monster. Einfach göttlich. Total schnuffig. Dann eine Karte, die an die Kraft etwas erinnert. Dann die Büße sozusagen. Könnte auch wieder Gerechtigkeit sein. Und als letzte von den 10 Extrakarten nochmal diese Version. Ja, das war das. Und ich hoffe, also ich finde sie manchmal etwas derb, aber trotzdem, wenn man sie mit Humor sozusagen anschaut, dann können sie einen echt schon manchmal ein Schmunzeln abgewinnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.